Hallo, lieber Zuschauer heute dieser Video, die Sarah hat. Es ist ein Erklärvideo, warte, ich mach mein Handy, tut mich sehr spannend. Also, es läuft mit meinem Handy. Es geht es geht nur. Bei iPhones. Bei iPhone nur. Weil nur. Das eigentlich. Geht nur bei iPhone. Ja. Okay, ihr seht jetzt vielleicht hier so bei meiner App zum Beispiel. Pinterest ist so blau und bei mir ist Telefon schwarz und WhatsApp lila und Snapchat grün. Und heute zeige ich euch, wie das Messenger geht. Messenger ist orange. Seht ihr das? Und da Facebook ist so rosa. Und heute zeige ich euch, wie das geht. Erstmal sucht ihr euch ein Bild bei Google sucht ihr euch ein schönes Bild aus. Ich habe jetzt eins fürs App Store genommen. Wartet, ich kann euch das mal zeigen. Das sieht so aus, das ist so grau. Erstmal müsst ihr auf Kurzbefehle gehen. Kurzbefehle, drückt ihr einmal drauf. Und hier oben seht ihr dann so ganz viele Kästchen und da oben ist so ein Kreuz. Da drückt ihr einmal drauf und hier steht dann App öffnen. Da drückt ihr auch einmal drauf, das ist das mittlere. Dann steht hier oben App öffnen, dann geht ihr auf App drauf. Dann wischt ihr runter zu, also hier App Store, da könnt ihr dann suchen, was ihr wollt. Warte, jetzt habe ich das Falsche angedrückt. Toll. So, nochmal. Dann geht ihr hier drauf. Auf App öffnen, App, dann geht ihr auf die App, die ihr haben möchtet. Hier, jetzt habe ich die richtige. Dann geht ihr hier oben, steht dann nochmal App öffnen. Da geht ihr dann einmal drauf und zum Home-Bildschirm. Dann gebt ihr hier einen Kurzbefehl oder wie die App bei euch heißen soll. Bei mir heißt die dann Kurzbefehle. Nein, warte, App Store heißt sie bei mir. Ich sage immer dann App Store. Das ist hier dann eingegeben und dann drückt ihr hier auf dieses Bild da drauf. Ja, da ist dann so ein Bild und dann könnt ihr Bild aufnehmen, aus einer Datei ein Bild rausnehmen oder Bild auswählen. Ich habe euch ja eben schon das Bild gezeigt, das ich hier nehmen möchte. Einmal hier das. Und dann kann man das hier so angeben, wie man das haben möchte. Das kann man so ranzoomen und alle. So möchte ich das haben. Dann drückt ihr hier auf Auswählen. Dann könnt ihr das hier nochmal sehen, wie das dann aussieht. Und auf Hinzufügen. Und dann habt ihr hier euren App Store. Aber wenn ihr, hier ist euer normaler App Store. Den dürft ihr nicht löschen, weil dann ist die ganze App gelöscht. Und da, also zum Beispiel. Also bleibt dann Original und ja, eine Kopie dazu. Und eine Kopie. Ich mache dann immer hier das. Drücke ich so lang drauf, damit ich das verschieben kann. Und dann gehe ich ganz rüber, bis hier diese Seite kommt und mache die dann da drauf. Und dann ist er da drin. Und dann könnt ihr hier das da auf euren Startbildschirm machen. Euren normalen Startbildschirm. So, und dann. Wenn ihr habt quasi drauf die Apps. Dann hier habt ihr dann andere Farbe, andere Design. Farbe. Zum Beispiel jetzt, ich habe so ein Spiel, das ist so eine Katze. Und funktioniert das dann auch? Ja, guck zum Beispiel, ich gehe jetzt hier auf Fotos. Das sind meine Fotos, sieht man das da? So Fotos, da sind so Bilder hier drauf. Ja, auf Facebook zum Beispiel. Besser. Facebook. So, das ist auf rosa auf und dann ihr habt den auf Original. Wunderbar. Und hier kann man dann gucken. Ja. Super, also. Und ich habe nichts zu sagen, ich kann mich gar nichts sagen. Also ich finde das jetzt auch schöner persönlich, weil das ist jetzt so eher bunt, weil sonst hat man die originalen Farben und das hat es wie jeder auf seinem Handy. Ja, jeder ich finde das, so find das cool. Zum Beispiel, ich sehe tatsächlich WhatsApp bei die Sarah ist auf lila. Ich finde das cool einfach eigentlich. Tja, also ja, und jeder ich muss auch was sagen, guck mal, ich habe hier so dunkelgrün bei Snapchat. Ich muss sagen, ich finde das viel schöner als das gelbe. Ja. Ja. Gut, das ist nur eine Idee. Ich kann mich gar nicht aus mit Apple ja. Und sowas. Also ich muss sagen, ich habe das auch von einer Freundin. Also meine Freundin hat mir geschickt, guck mal, mein WhatsApp ist schwarz. Und da habe ich gesagt, hey, wie hast du das gemacht? Da hat sie mir das gezeigt und ich habe euch das im Video gut. Gezeigt. Gut, danke schön, ja. Sarah. Vielen herzlichen Bitte. Dank für deine tolle Idee. Und gefällt mir auch, aber trotzdem, ich kann mich gar nicht aus. So, dann liebe Zuschauer, peace and love. Danke, dass ihr das Video zugeschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss! Bye bye!